Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Limited Edition von Essence. Ich fühle es gerade viel zu sehr. Wie lange habe ich auf dieses Video gewartet? Vor einer Woche habe ich schon alles vorbereitet und diese ganzen kleinen Details vorbereitet. Freunde, heute geht es los. Ich habe fast alle Produkte aus der Limited Edition hier. Ich habe die Sachen freundlicherweise von Essence zugeschickt bekommen, denn bei mir gibt es noch nichts. Ich möchte heute mit euch alle Produkte einmal so ein bisschen testen, so eine kleine Review machen. Freunde, es gibt mehrere Produkte. Ich zeige euch erstmal so die Produkte nebenbei. Und zwar haben wir hier einmal den Fächer. Total süß. Sehr praktisch von der Größe her. Also, das ist mein Kopf. Also das offensichtlich. Und das ist einmal der Fächer. Der sieht so ein bisschen nach Wassermelone aus, macht einen schönen Wind und ist perfekt, Freunde. Und ich sage euch, es ist, wie es ist, für Setting Sprays zum Trocknen. Ich habe einen Fächer hier, der ist von Morphe und der ist ungefähr so groß. Damit kann ich recht schlecht mein Gesicht trocknen. Das Ding ist wirklich gut für unterwegs. Einfach mal schnell rübergehen. Perfekt. Es wird heiß, bisschen. Und das ist alles in Ordnung. Dann gibt es noch einen Nagellack, beziehungsweise zwei Nagellacke. Ich habe ihn noch einmal aufgetragen für euch, dass ihr einfach die Farbe sehen könnt. Weil es ist schade, wenn ich das immer so nicht zeige. Und mein Gott, ich kann es ja auch wieder nach dem Video abmachen. Mache ich auch gleich. Aber das Krasse bei dem Nagellack ist, also erstmal, der ist extrem schnell getrocknet. Ich bin nicht so der Nagellack-Profi. Ich weiß nicht, wie schnell Nagellacke normalerweise trocknen. Aber ich erinnere mich an früher, die haben ewig gebraucht. Das war innerhalb von 3 Minuten war das Ding trocken und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes, strahlendes Pink. Und das Krasse bei diesem Nagellack ist, das ist jetzt hier die Farbe Be My Main Squeeze, der riecht. Und erst dachte ich so, als ich ihn aufgetragen habe, wer möchte das haben, aber so riecht Nagellack halt. Aber jetzt, so im Nachhinein, so ganz leicht nach, ja, nach Grapefruit riecht. Das ist ganz leicht, nicht so übertrieben, aber wenn man so ein bisschen übers Gesicht geht beim Eincremen oder so, ist es ein sehr, sehr angenehmer Geruch. Dann gibt es ein Produkt, was ich jetzt gleich schon mal mit euch auftrage. Und zwar ist das ein Lippenbalsam. Einfach erstmal schon mal, um die Lippen so ein bisschen zu pflegen. Und das kommt hier in so einer kleinen Grapefruit. Soll auch nach Grapefruit schmecken. Ich finde das immer... Oh, ist das sogar Farbe. Ich trage es einfach mal ein bisschen auf. Einfach schon mal, um so ein bisschen Pflege auf den Lippen zu haben. Es ist auf jeden Fall... Oh, krass. Farbe da. Schmeckt auch ganz leicht nach Grapefruit. Aber, ja, doch so ist... Ist halt ein Lippenbalm, ne? Schmeckt jetzt nicht so unangenehm. Ist aber ganz süß. Wie sehr es jetzt pflegt, kann ich euch jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber ich mag es ganz gerne immer, einfach bevor ich mir Make-up mache, mir etwas auf die Lippen zu geben. Weil dann die Haut so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und wenn ihr dann mit einem Liquid Lipstick rübergeht, es sieht einfach 1000-mal besser aus. Wir haben einen Primer. Und das ist der What's Your Fruit Mood Jelly Primer. Kommt einmal in so einer kleinen Plastikquetschtube. Und hier sind 25 Milliliter mit drin. Mir ist das neulich schon aufgefallen, dass Essence so ein bisschen runtergeht von der Menge da drin. Also Standard ist ja immer 30 gewesen. Mittlerweile ist es aber doch eher so 25, 28 Milliliter. Warum es so ist, kann ich euch nicht sagen. Am Ende finde ich aber 25 Milliliter immer noch okay. Und vor allen Dingen für den Preis. Und das ist ja auch eigentlich nur eine Limited Edition. Der soll auch nach Wassermelone riechen. Ist auch hier nochmal einmal verschlossen. Das ist so ungewohnt mit Nagellack für mich, Freunde. Believe me. Es ist sehr jellyartig. Und machen wir nur eine halbe Seite? Komm, wir machen heute mal alles. Ich habe das Gefühl, der hat eine ganz leichte Farbe drin. Okay, also er ist sehr, sehr flüssig, fast so wie Wasser, aber so, doch so ein bisschen gelig und gar nicht klebrig jetzt auf den ersten Eindruck. Also eher so Feuchtigkeit spendend. Lässt sich sehr gut verteilen, bildet keine Würstchen. Und ich rieche jetzt gerade alles. Nagellack, Grapefruit, Wassermelone. Mein Gott, ich rieche nachher wieder wie ein kleines Tutti Frutti Eisbecherchen. Und den lassen wir jetzt natürlich einmal kurz so ein bisschen einziehen. Freunde, ich würde einmal so ein bisschen meine Base schon mal machen. Da gibt es keine wirklichen Produkte für. Was es aber gibt, ist ein Fixing Spray und ein What's Your Fruit Mood Refreshing All Over Mist mit Lichtschutzfaktor 25. Ich sag's eigentlich mittlerweile immer, diese Sprays sind kein kompletter Ersatz, es ist aber eine schöne Ergänzung für Lichtschutzfaktor. Und ich gebe mir einfach mal so ein bisschen schon mal rauf. Wow, das riecht fantastisch.
Das riecht wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, ihr könnt sehen, dass so ein leichter Glow mit drin ist. Das ist natürlich der Lichtschutzfaktor. Ich bin gespannt, wie sich die Foundation drüber verhält. Und dann sprayen wir das Ganze einfach nochmal drüber, über die Foundation. Das Setting Spray habe ich, wie gesagt, im Moment nicht. Liegt aber auch so bei 1,99, glaube ich sogar. Aber es ist auch ein recht kleines Fläschchen. Als Foundation benutze ich wieder meine Make-up Revolution Foundation. Das ist die schimmernde. Und das arbeite ich mir mit einem Stippling Brush ein. Ich bin ja im Moment tatsächlich, man glaubt es kaum, auf diesem sehr, sehr leichten Base. Ihr kennt mich, Freunde, und ihr kennt mich auch schon eine ganze Weile. Maxim Giacomo war eigentlich immer Queen of mehr, je mehr Produkt, desto besser. Im Moment, ich weiß nicht, was los ist, bin ich eher so auf eine ganz feine Schicht Make-up. Ist mir selbst ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin, das zu sagen. Ich gehe dann nochmal mit einem Beauty Blender einfach nochmal so ein bisschen rüber, um die Streifen des Pinsels so ein bisschen rauszunehmen. Und dann schauen wir mal, wie die Base so aussieht mit den Sprays bzw. mit dem Jelly Primer. Also, ich finde diese Primer, die eher feuchtigkeitsspendend sind, ganz gut. Ich glaube nicht so dermaßen an Primer fürs Gesicht. Wenn die Foundation passt, dann passt sie. Primer ist immer so optional. Es ist nochmal so ein bisschen mehr. So ein bisschen Feuchtigkeit, ein bisschen Textur oder auch Textur abgeben. Ansonsten gefällt mir das aber so auf den ersten Eindruck, glaube ich, ganz gut. Ja, also meine Haut sieht sehr schön mit Feuchtigkeit versorgt aus. Liegt natürlich auch so ein bisschen an der Foundation. Ich will das jetzt nicht alles auf den Primer schieben, weil diese feuchtigkeitsspendenden Primer ziehen halt auch wirklich schnell ein und die oberste Hautschicht wird so ein bisschen versorgt. Er riecht gut, ist eine süße Sache und ich bin ja so ein Freund von Texturen. Nicht nur bei Lidschatten verschiedene Texturen, sondern auch so bei Primern und so. Auch dieser Cloud Primer von Revolution, der hat mich ja umgehauen, allein weil diese Textur so anders ist. Und so ein Jelly Primer, es macht halt einfach Spaß zu schminken. Und mir persönlich, der sich ja jetzt hier mehrmals am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, jeden Tag mehrfach schminkt, ist es für mich so ein bisschen spannend, einfach zu sehen, dass Produkte auch, ja, Spaß machen können. Und ich brauche so ein Produkt, was mich dann wirklich so kickt. Und diese Jelly-Dinger oder auch dieser Cloud Primer sind so Produkte, wo ich sage, wow, that's what I want. Ich habe euch jetzt auch gleich so mal so ein Stückchen näher ran geholt. Ich habe heute so ein bisschen was mit meiner Kamera verändert. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr einen Unterschied seht, ob euch das besser gefällt. Ich möchte euch so ein reales Ergebnis wie möglich geben, dass ihr auch Textur auf meiner Haut sehen könnt und so ein bisschen erkennen könnt, wie sieht das eigentlich, also wie sieht Haut halt wirklich aus? Weil ich habe die Lichter getauscht, ich habe keine Softboxen mehr hier, sondern ich habe Tageslichtlampen vor mir, einfach damit ihr ein echteres Ergebnis sehen könnt, auch was Farben und so angeht. Und jetzt setten wir das Ganze. Ich benutze jetzt einfach mein Laura Mercier Puder und gebe mir das so ein bisschen unter die Augen. Und jetzt, Freunde, gibt es ein Pinselset. Und in diesem Mini-Pinselset sind was ist da drin? Ein Puderpinsel, so ein kleiner Precise Face Brush und 2 Lidschattenpinsel kommt in so einer kleinen Plastikverpackung, die ich wahrscheinlich nie in meinem Leben aufkriegen werde. Ah! Habt ihr es gesehen? Oh, voll ins Auge. That's what he said. Okay, hier sind süß, es sind wirklich süß, die Pinsel. Ich mag die Essence-Pinsel auch sehr, sehr gerne. Wir haben hier einmal so einen Puderpinsel und okay, ich glaube, fürs ganze Gesicht abpudern ist er zu klein. So ein bisschen, was machen wir denn hier noch? Ein bisschen Bronzer. Was nehmen wir denn da heute? Den Too Faced Milk Chocolate Bronzer, damit mein Gesicht wirklich riecht wie meine Vorratskammer. Nach Obst, Gemüse, Schokolade, wobei meine Vorratskammer riecht eigentlich nicht nach Schokolade. Oh Gott, ich könnte mich da reinlegen. Ne? Ich würde gerne mein. Das klingt auch falsch jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne mein Gesicht essen. Also. Ich würde gerne über mein eigenes Gesicht gerade. Okay, so sieht das Ganze einmal gut aus. Wir schauen mal, was die Pinsel können. Ich nehme jetzt den großen hier und gehe in den Blush. Ich nehme jetzt aus der Hatice Schmidt die Farbe Smile und gebe mir die hin. Und jetzt seht ihr auch, also der Pinsel ist ja so ein bisschen angerundet und das heißt, ihr könnt ihn präzise aufsetzen und dann so hochblenden. Ich übertreibe jetzt natürlich, weil ich habe auch einen sehr übertriebenen Look im Kopf heute. Aber ist ein süßer Pinsel. Vor allen Dingen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Set ist so ein bisschen auf Urlaub ausgelegt. Okay, Urlaub dieses Jahr ist eh cancelled, aber wenn wir meinetwegen nach Ückeritz fahren, ist das auch eine schöne Sache. Den kleineren Pinsel kann ich mir gut als Highlighter-Brush vorstellen. Da benutze ich meinen eigenen und zwar die Farbe Boys in Makeup und zwar die obere hier. Auch damit kann man sehr schön
so kreisende Bewegungen machen. Und der ist sehr, also er hat eine etwas festere Bindung und dadurch wird das Ganze so ein bisschen präziser aufgetragen. Gefällt mir gut. Essence? Süß. Aber Essence-Pinsel sind auch wirklich, wirklich gut. Cute! Okay, Freunde, jetzt machen wir einen Lidschatten-Look und eigentlich wisst ihr schon, was kommt. Ich benutze hier die Be Perfect Carnival Pro Palette und auch die Pinsel dazu. Den flachen, das ist die Nummer, weiß ich nicht, steht nicht drauf, aber es ist der flache. Und gehen die Farbe Inlast. Press mir das hier so rauf. Der Pinsel nimmt sehr gut Pigment auf. Sehr schön, der Pinsel, auch weil er halt wirklich sehr, sehr klein und sehr, sehr handlich ist. Ich kann ganz nah rangehen und wirklich sehr, sehr präzise das Produkt auftragen. Jetzt in die Farbe Make-up mit dem anderen Pinsel. Und der ist recht fest gebunden. Und damit blende ich mir die Farbe hier aus. Ja, der Pinsel ist sehr, sehr fest gebunden. Also zum richtig Ausblenden einer Transition Shade ist er, glaube ich, nicht so geeignet. Aber auch eher zum sehr präzisen Aufpressen von einer Farbe. So, Freunde, ich habe den Lidschatten-Look einmal fertig gemacht. So ein bisschen Watermelon-inspired. Na, da fehlt noch ein kleiner Kern. Frage an euch, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Spuckt ihr die Kerne aus oder schluckt ihr sie runter? Ich spuck die aus. Ich kann das nicht runter. Ich krieg das nicht runter. Sehr schön. Freunde, bis jetzt wirklich, wirklich gut. Wir haben aber noch ein weiteres Produkt. Und das ist dieses kleine Set hier. Hier sind nämlich ein Liquid Lipstick und ein Mini Jelly Gloss drin. Der Liquid Lipstick soll nach Kokosnuss riechen und der Gloss nach Grapefruit und ich ahne, dass ich gleich wieder rieche wie eine Gummibärchentüte. Die Produkte sind wirklich mini, also auch hier wieder so ein Ding, um vielleicht zu verreisen oder so. Wir tragen als erstes mal den Liquid Lipstick auf. Oh wow, er riecht wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass der aber doch eine Weile halten wird, weil der ist recht deckend und man braucht nicht so viel. Also ich bin jetzt so zweimal rübergegangen. Aber es ist eine ganz dünne Schicht. Es fühlt sich absolut nicht schwer auf den Lippen an. Wir lassen das Ganze einmal antrocknen. Und sprühen in der Zwischenzeit einmal dieses Spray nochmal auf. Ich bin gespannt, wie es über Make-up aussieht. Wow, okay. Glowy Setting Sprays? Don't know her. Also seht ihr, ihr seht's, oder? Das ist doch Glow. Überall Glow. Der Liquid Lipstick ist einmal angetrocknet und wir gehen jetzt einfach nochmal so ein bisschen mit diesem Gloss rüber. Fühlt sich wirklich gut an und sieht nicht crusty aus. Ob er jetzt Ewigkeiten hält, kann ich euch natürlich noch nicht sagen. Aber, okay, das ist Neon. Okay, ich sehe ein bisschen Trap. Okay, dafür kann Essence nichts, dass ich jetzt aussehe wie aus bestimmten... Ich sehe aus, als wäre ich aus einem schlechten Film. Aber Freunde, ist ein Vibe. So, meine kleinen Wassermelönchen und Zuckermäuse. Also, es ist schon sehr viel, ne? Aber das ist ja auch meine Inspiration gewesen. Jetzt pink, 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 grün, pink, sehr viel pink. Ich mag pink gerne, aber ich glaube, die Kombination daraus ist jetzt nicht unbedingt das, was... Also, so würde ich nicht auf die Straße gehen. Was ich aber ganz krass finde, ist dieses Spray. Denn ich mag es gerne, wie mein Make-up jetzt aussieht. Sehr leuchtend, sehr luminous und es fühlt sich nicht klebrig an. Falls ihr ölige Haut habt, weiß ich nicht, ob das dann was für euch ist. Ansonsten sieht das sehr, sehr schön aus. Die Haut sieht aus wie Haut, feucht. Die Liquid Lipsticks, dieses Pink, schön. Nagellacke, cool. Pinsel, top. Primer, süß. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Freunde, schreibt mir gerne ein kleines Feedback in die Kommentare. Und ich bin gespannt, ob ihr die Limited Edition schon gefunden habt. Falls ja, lasst mich das gerne einmal wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Passt auf euch auf.